Hallo zusammen, da bin ich wieder mit einer spannenden Frau und zwar ist das Sonja Roggenmoser. Herzlich willkommen, schön bist du dabei. Hallo Sonja. Hallo Cordelia, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr für das Gespräch heute. Gut, ich danke dir. Du hast einen Leitfaden, also das sage ich jetzt mal so. Du sagst intuitives Führen mit Leichtigkeit. Das genau. Ist so dein Motto, wenn ich das auf der Webseite anschaue. Was hat das mit New Work zu tun? Sehr viel aus meiner Sicht, weil es geht in New Work ja wirklich auch um intuitives Führen. Ich bin ja allgemein dafür, dass man heutzutage nicht mehr Führen sagen sollte, weil als Führungskraft bin ich mehr Mentor, mehr Coach für meine Leute da, als dass ich wirklich sie führe. Sie sollen selbstständig sein, selbstständig entscheiden. Und das hat aus meiner Sicht ganz viel mit Intuition zu tun, denn es geht darum, jeden individuell zu spüren und wahrzunehmen. Und das kann ich rein kommunikativ nicht. Ja, das ist super, das stimmt auch. Das ist komplett meine Meinung. Die Problematik wird sein, sag mal, großen Unternehmen, sie sollen neu nicht mehr Führungskräfte suchen, sondern Mentoren und Coaches. Ich denke, das wird mal Zukunft sein. Die Frage ist, wann ist das so? Du hast mir jetzt ein bisschen kurz erzählt, was für dich New Work ist. Wie ist es für deine Kunden? Was verstehen sie unter New Work? Ganz unterschiedlich. Also das hängt von Branche, von Person immer ein bisschen ab. Alle sprechen von New Work, alle sprechen von Agilität. Und ich hatte im letzten Jahr mit einem Kunden zu tun, da war nur schon in den Werten das Wort Agilität vorhanden und sie hatten eine Umfrage gestartet und mussten feststellen, dass jeder Mitarbeiter etwas anderes, nur schon die Führungskräfte etwas anderes darunter verstehen. Also einen Wert Agilität zu haben, schön und gut, aber es geht da wirklich um das Verständnis, dass alle das Gleiche sehen und denken und so auch im Management schon gleich handhaben können. Es sind wunderbare Buzzwörter, wo dann jemand, also alle etwas anders darunter verstehen. Wie gehst du damit um, wenn du ein Unternehmen begleiten kannst? Was machst du damit, dass eben alle dasselbe verstehen? Wie gehst du davor? Wie ich vorgehe, das sind natürlich genau das, was du auch immer wieder verwendest, die spielerischen Möglichkeiten. Also da wirklich die Wörter zu nehmen und nochmals zu hinterfragen, was bedeutet das in unserem Unternehmen? Und das, da verwende ich auch gerne den Teppich oder das kleine Spiel, wo ich dann einfach... Also du sprichst von Brain to Business jetzt, ja? Ja, genau, von Brain to Business, ja, genau. Und da verwende ich wirklich sehr gerne dieses Spiel, um mit Leichtigkeit, weil man ist so fixiert im Kopf und da muss es einfach raus. Oder wenn ich einzelne Führungskräfte habe, dann gehe ich gerne in die Natur spazieren. Dann löst sich das Ganze und dann sprechen wir einfach ohne viel zu schreiben, notieren, sondern einfach wir sprechen, wir lassen die Gedanken fließen, wie wir das insgesamt auch im Team und so weiter vorgehen können. Und das hilft auch. Oder manchmal sogar mit den anderen Leuten, mit mehreren zusammen, dann in die Natur zu gehen und so einfach den Kopf wirklich frei zu kriegen. Und wenn du in der Natur bist, das ist jetzt nicht ganz playful, aber halt auch playful Ansätze, weil schlussendlich unter dem Strich kommt ja playful aus der Kindheit, oder, wo wir gespielt haben. Und da waren wir damals zu meiner Generation viel draußen. Was geschieht denn da im Team? Was passiert dazu? Wie findest du dann die Lösungsansätze? Am Schluss ist es ja immer am Ende vom Tag, muss man eine Lösung haben. Und jetzt, wenn du sagst, der gemeinsame Nenner, was macht ihr da, dass ihr zum gemeinsamen Nenner kommt? Es beginnt nur schon mal, dass sie einfach jeder für sich spazieren geht und das Wort eigentlich mitnimmt. Was bedeutet Agilität für mich jetzt, wenn wir mit diesem Wort weiterfahren? Auch, was nehme ich im Wald? Ich gehe sehr gerne in den Wald. Was nehme ich im Wald Agilität wahr? Und dass da einfach jeder für sich 20 Minuten, 30 Minuten spazieren geht und anschließend zurückkommt. Und jeder dann, wir sitzen dann immer im Kreis, ohne einen Tisch, ohne etwas in dazwischen, so wie man das von den Indianern kennt, um das Feuer herum. Und dann erzählt jeder von sich, was er wahrgenommen hat.
und wie er es wahrgenommen hat. Und dann sammelt sich ja das alles entsprechend schon und dann geht es genau um das Herausschälen. Man hat ganz viele Informationen, die werden niedergeschrieben, dann auf ein Blatt Papier und die werden dann immer näher zusammengetragen. Was hat man wahrgenommen? Warum hat man das wahrgenommen? Warum ist einem das so wichtig? Und dann ist es wirklich Schritt für Schritt, wo dann auch wieder in Gruppen, je nachdem wie groß das Team ist, wo man das anschaut, wo man dann sieht, okay, warum ist es das wichtig? Was hat das in Verbindung mit dem Alltag zu tun? Und so immer näher rückt, bis man so die Schlagwörter eigentlich hat, wo sich alle gleicher Meinung sind. Also eigentlich der Perspektivenwechsel, genau das, was ja auch bei Playful geschieht. Genau. Wenn du es begleiten kannst, wenn du gehst mit deiner Gruppe nach draußen oder du spielst mit deiner Gruppe mögliche Methoden wie Lego Serious Play oder Playmobil Pro oder eben unser Tool, Brain to Business, was ist der Unterschied? Kannst du das irgendwie erläutern? Was sicherlich der Unterschied ist beim Spielerischen, da ist mehr Lockerheit, mehr in Verbindung halt mit Kindern oder die einen haben ja Kinder zu Hause, wo sie Playmobil und einfach spielerisch unterwegs sind. Da kann man die Leute viel einfacher abholen. Das in den Wald gehen, das ist gewissen Leuten zu esoterisch. Okay. Also das merkt man, dass da die einen oder anderen sich nicht reinschicken können in die Situation, wo sie sich da unwohl fühlen. Und beim Spielen ist das viel einfacher. Das geht leichter von der Hand. Es ist eigentlich extrem spannend und ich erlebe eigentlich, dass das Spielerische eigentlich zu kindisch ist. Das kann ja nichts bringen. Und dann wieder die andere Seite ist zu esoterisch. Schlussendlich unterm Strich sind ja beide Aspekte Teile aus New Work. Ja. Und eben ja, die Unternehmen verstehen unter New Work und Agilität auch immer etwas anderes. Ja. Und das ist ja eine spannende Geschichte. Ich bin ja auch dankbar und froh, dass ich auch Frauen habe wie dich, wo die Playful Welt nach draußen tragen, weil es eben einfacher geht, auch für die Unternehmen und die Menschen, die überhaupt da arbeiten können oder dürfen. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest an die Gesellschaft, an die Unternehmen, an die Politik, generell an die ganze Welt, was wäre das? Mehr Offenheit und Ehrlichkeit. Okay, ja, das ist spannend. Das gehört ja in Zukunft zu der ganzen Menschheit. Offenheit und Ehrlichkeit ist ein Teil aus New Work. Und das ist jetzt noch nicht der Schluss, weil ich will es nicht immer genau gleich machen. Hast du mir noch ein einziges Praxisbeispiel, wo du mir sagen kannst, auf das bin ich stolz, dass ich Playful angewendet habe oder eben den Aspekt nach draußen zu gehen und du sagst, da bin ich stolz, dass ich das so erreicht habe. Dass ich das so erreicht habe, das ist definitiv in einem Rekrutierungs-, in einem Gespräch, wo ich Playful Business verwendet habe oder Brand Business verwendet habe, wo ich ganz einfach im Rekrutierungsprozess das kleine Spiel hervorgenommen habe und es war Wahnsinn. Also auch die HR-Person, die dabei war, war überwältigt, was da alles für Informationen geflossen sind und bin stolz zu sehen, dass diese Person immer noch im Team ist und dass sie wirklich wunderbar passt. Okay, super. Das ist doch ein super Statement. Und vor allem ist es auch ein Praxiscase, damit die Unternehmen und Unternehmerinnen schauen können, dass Playful und vor allem New Work und auch nach draußen gehen, dass es ein Riesenpotenzial hat für in Zukunft für alle Führungskräfte. Ich danke dir vielmals für das Interview, für deine Aussagen und ich hoffe, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, dass ihr ganz viel davon mitnehmen könnt und profitieren. Und ihr könnt gerne Sonja anrufen. Sie kann euch begleiten und unterstützen auf eurem neuen Weg. Und ich sage Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Danke dir, Cordelia.